Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play RimWorld. Im letzten Part haben wir angefangen, Strip Mining zu begehen, haben unseren Multi-Analyzer endlich gebaut und Rare Thumbus. Die sollte ich glaube ich nicht töten. Ich glaube, die waren stark. Die waren stark und die haben mir krass auf die Fresse gehauen. Ich versuche ja sowieso relativ. Mit einer Breakers ist ja, das kann ich machen. Breakdown cooler weiß, es wird schon irgendwann gefixt werden. Das wird das hält sich ewig. Wir können theoretisch auch noch das müssen wir glaube ich. Ne, Kibbel war das hier im Pemmican. Können wir glaube ich auch noch machen. Machen wir das hier mal und runter auf 90. Und add Bill, make Pemmican. Pemmican machen wir auch so. Do until you have. Na, sagen wir 20 Pemmican. Dann sind wir etwa auf dem gleichen Wert. Not longer inspired. Inspired art. Schade. So, Research. Wir können... Was wollte ich denn überhaupt machen? Warte, hier was mit scrollen. So, ja. Was wollte ich denn machen? Das habe ich. Also, nicht, ich wollte das hier ursprünglich haben, ne? Chart wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Shield Belt. Was wollte ich denn machen? Ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht. Ich wollte irgendwas erfinden oder irgendwas machen. Deep Drilling. Long Range Scan Minerals. Was war denn das? Falls noch jemand weiß, könnt ihr so gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich machen wollte. Wofür ich unbedingt den Multi-Analyzer brauchte. Ich meine, na klar, den brauchen wir jetzt für die nächsten Schritte, aber... Jetzt irgendwie... Ah, oh, wieso passt alles Components, ey? Ach, warte. Ich glaube, ich weiß es langsam wieder. Irgendwas mit, Elektrozeug bauen oder so war das doch. Electricity? Nein. Machining, glaube ich. Machining. Nicht mit Shining oder wie ich das genannt habe. Microbase, das da, ja. Gun Turrets. Nee. Aber wo war denn das, was ich machen wollte? Ich wollte, Component Assembly, das wollte ich noch haben. Dass ich selber Components machen kann. Geothermal Power, perfekt. Und jetzt machen wir erstmal Hydroponics, damit wir auch im Winter was anbauen können. Das dauert ja auch nicht so lange. Wir können schon mal einen von diesen Generatoren ausmachen. Und... Ja, gut. Was machen wir jetzt noch? Mit dem müssen wir uns auch mal zusammensetzen, dass die uns nicht auf die Fresse hauen. Hooper ist anscheinend nicht so gut im Mining. Okay, hier haben wir schon ein bisschen Plastik über, das ist gut. Das heißt ein bisschen, sogar eine ganze Menge. Also ich weiß nicht, ob es eine ganze Menge ist oder nicht. Ja gut, ich würde auf jeden Fall dann mal sagen, No Zone, Remove Area hier. Machen wir mal weiter, wenn wir es können. Und dann beginnen wir... Hier ein Holzhaus am besten zu bauen. Achso, wir können das nur bis hier. Toll. Weil Vorteil ist, hier sind ja schon überall Wände. Das heißt, das macht ja eigentlich kein Problem. Also, dass wir überall bauen können, ist halt das Gute daran. Machen wir erstmal zwei, nicht, dass gleich wieder das Dach auf uns drauf stürzt. Cargo Pots, nice. Jump to Location. Keine Ahnung, was das ist. Ah, Yorkshire Terrier Meat. Okay. Gut. Yorkshire Terrier sind diese kleinen Hündchen, ne? Gut, dass wir jetzt davon eine ganze Menge Fleisch haben. Remove Area. Wieso könnte ich das nicht wegmachen? Ich bin noch ein bisschen verwirrt. Okay, ich würde sagen, wir lassen die Wände einfach mal da. Bauen dann hier schon mal den Mist ab. Oh, die räumt auf, das ist doch schön.
typisch Swimworld. Ich laufe 20 Kilometer und dann hau ich da zweimal rauf und gehe wieder. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Weg auf jeden Fall. Concrete Pave Teil habe ich übergenommen, ne? Wir haben Steel in... Steel. Ja, in größeren Mengen, das heißt, mir relativ egal. Obwohl, ne. Wir fangen erstmal hier mit dem Pave Teil an. Ich weiß ja nicht, wie weit ich das ausbauen will, in welche Richtung. Okay, und da brauche ich mir noch eine Moisture Pump. Okay, die hat ja schon mal was gemacht. Gut. Haben die das Yorkshire Terrier Meat schon geholt? Ich weiß nicht, wo das war. Gucken wir einfach mal. Ja, 50. Nur 50? Oh ne, Shade bringt noch gerade was. Nochmal 53. Ich weiß nicht, wie viel es war. Okay, Fischer bringt auch noch was. Gut. Jetzt haben wir eine ganze Menge Fleisch erstmal über. 173 Yorkshire Terrier Meat. Okay, zwei Generatoren sind gut auf jeden Fall. Da können wir schön den Strom halten. Aber ich finde, wir sollten trotzdem erstmal... Also ich weiß nicht, ob wir das hier schon wieder alles anmachen sollten. Was sind 1, 2, 3, 4, 300. 1, 2, 3, 4, wieder 300, das heißt 600. 1, 2, 3, 4, sind 900. 1, 2, 3, 4... 1200, 1275, das heißt, das wäre ein kompletter Generator, das heißt, ich weiß nicht. Lassen wir es erstmal aus, bis wir, ich weiß nicht, eigentlich kann ich ja gar nichts mehr verändern dran, ne? Weil, die werden ja auch, obwohl im Sommer werden die nicht heizen, die werden nur geheizt, wenn die brauchen, das ist praktisch wie so eine Klimaautomatik. So, Construction Fate, willst du mich verarschen eigentlich? Mining. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die das von selbst machen oder nicht. Marvin ist anscheinend gut im Abbauen. Und wir bauen ja sowieso wieder hier Stil ab, sehe ich gerade, also ist alles ganz okay. Hydroponics, aber wir machen erstmal mit kleineren Sachen weiter, würde ich sagen. Weil die halt schneller gehen. Devil Strand. Slow growing mushroom that yields a viable plant fiber. Ja. Carpet making hört sich noch, obwohl. Passive Cooler machen wir nochmal. Dann können wir vielleicht noch irgendwie für nicht so weit gehen. Also wie hier zum Beispiel, falls wir hier irgendwie Kälte bräuchten wollen würden. Ich finde gut, dass Walter hier einfach durchgeht und alles putzt. Das kann ja nicht jeder hier arbeiten, also nicht jeder sowas machen. Gut, dann Structure. Bauen wir hier mal die Dings weiter. Ich würde sagen, wir bauen das dann bis... Also wir lassen dann hier zwei frei noch. Und bauen das praktisch hier einmal dann durch. Weil ich bin kein Fan von den Wänden hier stehen lassen. Ich glaube, die halten zwar ein bisschen mehr aus oder so, aber a group of travelers is passing by, okay. Also überfallen würde ich ihn nicht. Ich wollte mal gucken, wo die sind. Hallo? Ja, das ist Fischer. Und die klauen nicht mein Gold, ey. Und mein Gold klauen sie dir hin. Ach, da unten. Die wollen aber nicht mit mir handeln, oder? Was hast du denn an Gear mit? Eine Autopistole und du hast ein Steel-Schiff. PC Plus von mein Gold, ey. Ansonsten gibt es richtig auf die Fresse. Also wahrscheinlich nicht, weil ihr wahrscheinlich schneller wechselt, als ich meine Leute da hinschicken kann. Okay, aber ich würde sagen, momentan läuft die Kolonie ganz gut. Wir haben schon zwei kleine Sachen überstanden, wie zum Beispiel den Cold Snap ohne welche Verluste. Oder auch
das Feuer, was da unten passiert ist. Verpiss dich von dem Gold, ey. Ich wollte schon sagen, ey, du auch. Hier rüber, los, zack, zack, zack. Also besser so, ey. Wir haben hier Muffalos. Gut, ich habe jetzt gerade keinen Plan, ob und wie wir hier jetzt Muffalos züchten sollten. Na wo? Passive Cooler haben wir auch schon. Brewing. Bier. Projektile Neolithic. Psychonite Refining, Wake Up Production, Go Juice Production, Penoxycillin Production, Long Blades. Machen wir Great Bow mal. Gut, Architect auf jeden Fall. Wir müssen das hier alles wegmeinen hier noch. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, in welchen Schritten wir das machen können. Deshalb mache ich hier erstmal die Remove Dings Area hin. Bis wir es dann fertig gebaut haben. Weil der Scheiß kann halt auch kollapsen. Mein 1 Grad Minus ist ja alles okay. Walter kommt wieder angelaufen, hat sauber. Classic. Oh, Sheep macht auch so mittlerweile, das ist gut. Naja, also hier könnten wir... Warte mal. Ich wollte erst noch kurz... hier auf jeden Fall auch was, sagt man, damit wir auch lang gehen können. Ja. Machen wir erstmal so. Cancel das hier einmal, dann bauen wir hier schon mal eine Door rein. Hier und da. Genug Holz haben wir ja. Einmal das hier weg. Und deconstructen wir mal den Scheiß hier. Die können wir da lassen, die Wände. Obwohl, ich kann die hier auch weg. Macht gar keinen Sinn, die da zu haben. So, jetzt haben wir schon 13 Minuten aufgenommen. Hier kann ich ja nichts weitermachen. Die Felder bestellen sich ja im Falle des nächsten Jahres selber dann. Geothermal Power haben wir, ne? Was kostet der Mist eigentlich? Nicht Temperature, sondern... Geothermal... bist du riesig, ey. Das ist scheiße. Hätte nicht so nah da hier bauen können, aber das können wir auch hier machen. 400, ey. Haben wir davon genug? Ja. Bin überlegen, ob ich das machen soll. Wie kann der denn generieren? Steht das da irgendwie? Beauty, minus 30. Ich finde ganz hübsch eigentlich. Construction Skill, ja, Market Value, Mass, Hit Points, Sell Price. Das sagt mir auf jeden Fall nicht. Steam Gazier. Ability 0. Ich finde schade, dass es hier nicht wärmer ist. Ich meine, wenn da heiße Luft rauskommt und da auch der Scheiß schmilzt und man die guckt Auto aus minus 5 Grad. Wo waren die gerade minus 10? Also das war hier. Ja, hier zum Beispiel minus 5, minus 5. Ich finde, dass sie so irgendwie so 10 Grad oder sowas haben oder wie warm das halt raus ist. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon machen will, weil momentan läuft es ja noch mit dem Scheiß, den wir haben. Wir können ja später umsteigen, weil halt Geothermie läuft halt dauerhaft, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das eine begrenzte Anzahl hat. Aber auf jeden Fall... Warte, dann können wir das ja eigentlich auch noch deconstructen.
Das claim ich für mich. Das wird deconstructed. Ja, gut. Ich hab vergessen, was ich gerade sagen wollte, wenn ich ehrlich bin. Ja, also, ja. Geothermie dauert, geht ja dauerhaft. Und nicht nur tagsüber. Strom und so hält sich gut. Das heißt, das machen wir alles okay. Wir können natürlich das noch auffüllen, aber weiß ich nicht, ob wir das brauchen unbedingt. Wir können noch theoretisch hier eine Structure bauen, eine Dorschnell hinsetzen, damit wir noch da raus können. Da können wir zwar keinen Weg hinbauen, leider, aber... Ja. Baut die da jetzt gerade Dächer hin oder baut die gerade ab? Floor, so, wie machen wir hier schon erstmal Wood hin? Okay. Longblades, Gunsmithing. Ich meine, wir haben ja jetzt erstmal die Top-Waffen noch, weil wir ja hier einfacher anfangen wollten. Ansonsten hätte ich es ja wieder mal nicht geschafft, irgendwas zu schaffen. Das ist mir schon alles voll am besten. Dann machen wir noch Orders. Mal den Scheiß hier weg. Also mittlerweile schaffen wir es echt schnell. Die sind schon besser geworden auf jeden Fall. Ship. Ship kann man nichts bauen, leider. Schade. Also ich würde sagen, das hier oben wird auch auf jeden Fall noch ein Teil Lager gebaut. Und vielleicht noch mal gucken, was wir noch machen können. Okay, dann machen wir erstmal hier eine Roof Area. Nothing can remove thick roofs? Wie, was meinst du? Da wir genug Holz haben, hauen wir erstmal den ganzen Scheiß hier weg. Schaut dann. Oh, oh nein! Passing about today. Ja, okay, ein Tag. Und da wir sowieso eiskalt draußen haben, das was wir Problem ist, dass es eine Nacht kalt sein wird. Aber in so einem Bettchen kuschelt man sich ein und ist auch schön warm, oder nicht? Oh, ja, Warm Cross, ich weiß. Aber ich sehe gerade das hier. Das kann deconstructed werden. Das kann deconstructed werden. Das ist schön. Das packen wir mal hier oben mit hin. Deconstruct. Friendship with Terry. Okay, ihr habt schon alle. Du hast noch nichts. Deconstruct. Und deconstruct. Ja, es kommt sowieso gerade kein Händler, also von daher ist mir das relativ egal. Haben sie auch noch Schneemann gebaut? Okay, die haben sich anscheinend von selbst gelöst, die Probleme. Solar Flare is ending, perfekt. Aber die Batterien sind noch gut, okay. Gut. Dann brauchen wir noch... Mescalant, eine Moisture Pump, die am besten diesen Bereich hier trocken legt. Und dann brauchen wir noch am besten Strom, glaube ich. Sollte so reichen eigentlich. Wood Floor, gut. Floor. Remove den hier schon mal. Hm.
So, ich sehe gerade, dass der Part vorbei ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.